Hey an alle Zwölfs da draußen und willkommen zum Dyrise Tutorial. Und in den nächsten Tagen kommen jetzt die markanten Tutorials, die man auch dafür braucht, um das Easter Egg zu machen. Das allererste, wie ihr schon seht, baue ich hier den Nefkar Table. Das Brett dazu liegt genau gegenüber von dem Bauplatz, wo man diesen Nefkar Table zusammenbauen kann. Und man kann schon mal vorab sagen, dass die Teile von diesem Tisch immer an der gleichen Stelle liegen. Und jetzt gehe ich zum Meteoriten. Der liegt hier in der Nähe der Claymores. Und ich kann auch sagen, der Nefkar Table bleibt immer erhalten, immer wenn ihr ein neues Spiel reinkommt. Aber wenn man das jetzt in einem eigenen Spiel baut und dann in ein Online-Spiel reingeht, kann es sein, dass er nicht da ist. Also dass man wieder neu bauen muss. Das gleiche ist, wenn man jetzt zum Beispiel mit Spieler 1, 2, 3 den Tisch baut und dann das Spiel beendet und dann mit komplett neuen Spielern, also 5, 6, 7, den Tisch baut, wieder ins Spiel reingeht, dann ist der Tisch nicht mehr da. Also man muss immer mit den gleichen Spielern wieder ins Spiel rein, damit halt der Spielfortschritt wieder geladen wird. Und da habt ihr auch schon gesehen, dass ich das Radio da hinten in der Nähe des Aufgangs gefunden habe und dran gebaut habe. Und der Stromkasten oder was dieses Gerät hier sein soll, den findet ihr beim abgeschotteten Elevator. Und ihr müsst aber aufpassen, dass ihr genug Kohle habt, damit ihr hier die zwei Türen aufkaufen könnt. Oder je nachdem, wenn ihr mit dem Elevator 1 runterfahrt, müsst ihr auch nur eine Tür aufkaufen. Und ich probiere am Ende jetzt hier noch die Nefcard reinzustecken und das geht sogar. Nur kann man hier die Transit Nefcard reinstecken und nicht die Dyrise Nefcard. Und das ist aber nicht von großer Bedeutung bis jetzt. Man kann die reinstecken, aber es ändert nichts daran und das braucht man auch nicht fürs Easter Egg, dass man die Nefcard da reinstecken muss von Transit. Ich denke mal, die Nefcard von Dyrise, die kann man dann im nächsten DLC wieder benutzen. Und ich denke mal, dann ganz am Ende, wenn man auf jeder Map die Nefcard reingesteckt hat, da denke ich mal, dass dann am Ende irgendwas passiert. Und das war's auch schon von dem Tutorial vom Nefcard Table. Morgen kommt der Circlefire und die Trample Steam, also die Dampfschleuder im Deutschen. Und die sind auch wichtig fürs Easter Egg. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und man sieht sich im nächsten Video.